Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. Ja, im letzten Part haben wir es geschafft, Rex, Weaver, Mike, Heath und Shadi zu besiegen. Ja, im letzten Part. Und ich habe mich hier offscreen mal ein bisschen mit Rex angelegt und vor allem mit Shadi und Keith. Und mit den beiden noch gar nicht. Wir werden uns jetzt erstmal der Story wieder zuwenden. Kampagne. Denn es geht in die Finalrunden und da wird's richtig creepy schwer. Dann verlassen. Duell 2 der Finalrunde. Yugi gegen Bakura. Komisch. Ich wollte an diesem Turnier gar nicht teilnehmen. Aber mein Millenniumsring, er hat mich hierher getrieben. Schön, dich zu sehen, Yugi. Es war höchste Zeit, dass wir gezeigt haben. Was? Es war höchste Zeit, dass wir gezeigt haben, was wir können. Ja, Bakura, der Träger des Millenniumsrings. Wir haben einige gute Karten bekommen, naja, eigentlich auch eher weniger gute Karten. Aber ein paar gingen wohl. Hab ich ins Deck gepackt und dann gucken wir mal, was es denn hier so gibt gegen Bakura. Ob es ein schwieriger Fight wird oder ein leichter. Wir fangen mal so an. Flammen Cerberus auf Pluto. Auf Mars ist der viel zu anfällig für jedwede Wassermonster. Deswegen habe ich den auf Pluto gesetzt, weil dann hat er gegen Wasser Vorteil. Dann machen wir uns nebenbei noch mal einen Dschungeldrachen. Den setzen wir auf Jupiter. So, mein Vorteil, ein Schutzstern hier. Dann läuft der Dschungeldrache mal an. Oh, No Face. So ein Scheiß. Ja, No Face natürlich richtig eklig. Na gut. Okay, das ist sehr riskant, was ich jetzt vorhabe. Erstmal den Doppelköpfigen. Das Problem ist, der hat eine verdeckte Karte liegen, die gefällt mir nicht. Ei, sie wird aktiviert und. Okay, es ist nur die Scheinfalle. Alles klar, damit kann ich leben. Die Scheinfalle ist halt dafür da, dass sie mein. Oh! Der tausendjährige Drache. Nice, Bakura, nice. Das hätte ich nicht erwartet, dass er den tausendjährigen ruft. Na gut. Was machen wir denn? Ich denke mal. Wir holen uns den Cybersoldaten. Relativ leicht gemacht. Und den switche ich jetzt bei die Verteidigung. Was ich mache ist, ich greife jetzt. Ja, doch, den Tausendjährigen an. Ich habe erst überlegt, No Face anzugreifen, damit er mit seinem Tausendjährigen in den Verteidigungsmodus geht. Aber gut. Oh, der Bannkreis. Na gut, dass wir den Tausendjährigen dann sofort vernichtet haben. Der Bannkreis schwächt meine Monster um 500 Punkte. Super toll. Aber ich habe ja noch was hier in der Hinterhand. Ich habe einen eigenen tausendjährigen Drachen. So, Schutzstern. Dann greifen wir so an. Ah, Bakura ist schon, man merkt, eine Herausforderung, eine Herausforderungsstufe höher. Ah, ne, mit dem greife ich nicht an. Das gibt mir auf den Sack. Okay, der ist Neptun, das heißt Pluto ist natürlich super. Ah, guck mal. Da holen wir uns doch was Schönes raus. Juhu, der Doppelköpfige auf den Pluto. Boah, Steuerschildkröte mit 2000 Verteidigung, auch nicht schlecht. Jetzt greife ich mal läppisch mit 1000 an. In der Hoffnung, dass er mich angreifen wird. Da er ja nicht die hellste Birne ist, ne? Genau, guck an. Er greift nicht an. Dann setze ich noch Maschinenumwandlung ein. Zack. Wird die Punkte hier um 500. Ah, die Heide, die der Heilige, die der Heilige Elf. Und der Doppelköpfige beendet es. Yes!
gewinnen. Dank C, Mitgefühl. Aha. Mitgefühl, interessant. Na gut, mal gucken. Ich würde den Titel des Duellmeisters nicht wollen. Was denn, Alter? Der Millenniumsring. Mein Millenniumsring, er wird in eine Karte gezogen. Der Ring hat mich nur benutzt. Danke, Yugi. Endlich bin ich den Millenniumsring los. Oh, wir sind ein Held. Konzentration, Yugi. Denke wie ein Sieger. Okay. Und, was willst du tun? Ich würde sagen, wir verlassen den Laden direkt wieder. Viel mehr können wir gar nicht machen. Und stellen uns zur nächsten Runde. Viertelfinale. Yugi gegen Pegasus. Gut, gut, Yugi-Lein. Du bist weit gekommen, aber jetzt ist Schluss. Oh, Pegasus füllt den halben Bildschirm, ey. Mitgefühl? Ach, okay, das ist das Ding. 1400 für eine Elfe? Nein, eine Elfe brauche ich nicht. Ist zwar ganz nett, aber nee, nee, die Elfe, die Fee ist dann nicht unbedingt das, was ich in meinem Deck haben muss. Gar nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Aber das Problem ist, dass Pegasus eine sehr, 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 sehr starke Karte in seinem Deck hat. Die kann er so rufen. Das ist, glaube ich, nicht nur die Bikuri-Box. Das hat auch so ein Papageien oder sowas. Oh, Flammen. Flammensperber. Okay, 1-9. Das ist jetzt doof. Ich habe nichts, was ich machen kann. Jetzt muss man eben gucken. Donner habe ich, Gestein habe ich, Beast habe ich. Mir fehlt ein Feuer. Das heißt, ich werde mal ein paar Karten loswerden. Was? Das ist eine Maschine gewesen? Guck an. Magnetkrieger 1 ist eine Maschine? Oh, er fusioniert. Ah, das müsste diesen Phönix geben, ne? Genau, Flammender Phönix. Boah. Damit kann ich leben. Das ist nicht so schlimm. Ich bräuchte jetzt aber... Ich bräuchte einen Drachen, verdammt. Ja, ich brauche einen Drachen. Was anderes kann ich jetzt nicht machen. Ha, Pegasus, wie gemein. Tada. Oh, der Meteordrache. Wow. Da gibt es noch eine ganz schöne andere Karte zu, die ich mir ergattern will. Ja, da ist doch was. Und da ist eine schöne Kombination. Da brauchen wir nämlich nur diese beiden Karten, um den Doppelköpfigen zu erschaffen. Im Pluto gelegt, kann er locker den Phönix hier vernichten. Sehr schön. So, Pegasus, jetzt müsste er eigentlich... Eigentlich hat er keine Karte, die... Das sei denn... Ja, okay. Ja, okay. Er hat auch eigentlich keine Karte, mit dem er... Also ein Monster. Oh, das ist nicht wahr, ne? Scheiße. Das sind nur Rummelkarten, die ich hier gerade habe. Ne, Moment. Die müssen alle weg. Die bringen mir null. Diese Karten bringen mir null. Ah, okay. Ah, okay. Ich habe immer noch einen Zug frei, beziehungsweise einen Zug Zeit, Pegasus aufzuhalten. Und das muss natürlich die richtige Karte kommen, sonst habe ich verloren. Na gut, okay. Uranus, gut, ja, das könnte man machen. Mit Uranus. So haben wir wenigstens einen Schutz gegen den. Wie bitte? Der hat zweimal Raigeki im Deck. Was ist das denn für ein Cheater? Ja, wir haben verloren. Was war das denn? Oh cool, ja gut. Yugi-Lein, oh du süßer Sieg. Es war dumm, gegen mich anzutreten. Ja, das stimmt. Game over. Gut. So, ich muss ja natürlich nur den Save State laden.
Was ganz gut ist. So, nochmal gegen Pegasus. Wer ahnt denn, dass die Sau zweimal Raigeki in seinem Deck hat? Das ist ja wohl mal Schiss. Ja, wie gesagt, ich kann ja mit diesem Rummel hier nicht richtig abspeichern. Jetzt hätte ich halt den Speicherstand geladen, aber ja, gut, was willst du machen? Irgendwie agiert er nicht so, wie er soll. Boah, das ist nicht wahr, ne? Was habe ich denn hier für einen Starthand, ey? So, weg. Jetzt hier komplett in die Tonne kloppen, Pluto. Ja, bleib mal im Angriffsmodus, vielleicht hat er nichts. Was er meint, vielleicht hat er nichts. So, Pegasus keine guten Karten hat. Zack, und da haut er gleich mit dem Mond. Bekuribox, natürlich, sein gutes Monster. Was ist sein cooles Monster, was er hat? Ach. So. Da komme ich aber gegen an. Der tausendjährige Drache zusammen mit dem Oszillator oder sowas ist mein unglaublicher, doppelköpfiger Donnerdrache. Die Frage ist, wann packt er Raigeki aus? Das Problem ist, er hat jetzt auch keine Monster auf dem Feld. Das heißt, Raigeki will ihm eigentlich nichts bringen. Deswegen macht er das eigentlich ganz... Deswegen habe ich eigentlich gute Chancen. Ist das nicht der Blumenwolf? Und das dann zusammen? Müsste doch gehen, oder? Jawohl! Zoom! Geil! Auf Sonne. Denn ich bekomme Feldpower. Yeah! Mit 2,8, ey. Blumenwolf, voll geil. So, so gefällt mir das doch schon viel eher. Ah, schön. Pegasus scheint machtlos zu sein in dieser Runde. Dann machen wir das so. Erhöhen seine Power um 500. Setzt ihn natürlich auch in die Sonne. Greifen mit dem Blumenwolf an. Oh, der Papageiendrache. Auch gefährlich. Gefährlich, gefährliche Karte, doch. Aber 2000 Punkte ist echt nicht schlecht. So, Pegasus. Ja, nur noch 300. Das sollte der Sieg sein. Diesmal war es ganz einfach. So, muss das jetzt noch sein, Pegasus? War das noch nötig? Gut, dann will ich aber auch noch was machen. Ja komm, wenn Pegasus meint, er müsste das machen, mache ich das auch. Und den spiele ich kackendreiß im Mond. Weil ich dann den. Weil er dann kein Feldpower-Bonus kriegt. Hihihihi. Gewonnen. Yes! Rang B Hackschnabel. Was zum Teufel? Ja, eine Niederlage kann bitter sein. So, jetzt voll eklig. Oh Mann. Das Millenniumsauge ist aus seinem Gesicht rausgeflogen. Ich glaub's nicht, mein Millenniumsauge. Noch ein Duell, Yugi, und dann wird es ernst. Was willst du tun? Was ich tun will, ist erstmal abspeichern und dann den Part beenden. Ja, wir haben das Halbfinale erreicht. Es stehen nur noch zwei Duelle aus. Und nur, man kann sich eigentlich nicht denken, mit wem wir im Halbfinale antreten werden. Das ist eigentlich, die Person kam noch gar nicht vor eigentlich zu diesem Zeitpunkt. Und sie sieht auch überhaupt nicht so aus wie im Anime. Aber dazu alles im nächsten Part mehr. Wir sehen uns bis dahin, Leute. Ciao.